Diese Bilder wurden nicht etwa an der Küste aufgezeichnet, sondern am Ufer der Elbe. Der Seehund hat sich vermutlich auf seiner Suche nach Nahrung sehr weit in den Süden gewagt und lässt es sich in der Region zwischen Lütgenwisch und Kumlosen gut gehen. Das letzte Mal wurde vor ca. 20 Jahren ein Seehund in dieser Region gesichtet und ist daher auch eine sehr ungewöhnliche Situation für die Mitarbeiter der Naturwachten. Sorgen brauche man sich allerdings keine zu machen, denn das Tier könne auch in dieser Region sehr gut überleben, teilte Jürgen Herper von der Naturwacht Rühstedt auf unsere Nachfrage mit.